Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 3, Part 46. Tja, nachdem wir beim letzten Mal hier den Hochfürst Volnir besiegt haben, quasi den untoten Fürsten, geht's hier direkt weiter. Ja, tja, dabei ist mir aufgefallen, Leute, ich habe ja noch was vergessen, nicht wahr? Also ich wollte ja noch die Brücke näher erkunden. Jetzt können wir es uns ja leisten, der Boss ist tot und wir können hier jederzeit zurück an unser Leuchtfeuer, auch wenn ich jetzt schon üppige 122.000 und ein paar zerquetschte Seelen angesammelt habe, was damit zu tun hat, dass man sehr leicht hier beschworen wird, wenn man hier sein Zeichen platziert an der Stelle. Dann geht es wirklich ruckzuck und man kann Mitspielern beim Koop beistehen sozusagen. Ne? Ja, ist ganz cool gemacht so. Weil ich habe mir gedacht, die Entwickler werden sich dabei schon ihre Gedanken gemacht haben, wenn sie da so eine Nachricht platzieren, dass die Brücke nicht so ganz sicher ist. Also ist egal, uns kann nicht mehr viel passieren. Also was maximal geschehen könnte, wäre, dass wir die Seelen verlieren, aber die bleiben dann eh hier liegen. An unserem letzten Standort des Ablebens sozusagen oder bevor wir gestorben sind. Und insofern können wir da nicht viel falsch machen. Ne? Also da ist, wenn wir jetzt hier raufgehen. Ich probiere es mal. Also hier passiert noch nichts. Aber das, der Sch nee, ich dachte, nein, der schießt auf uns, hat sich das angehört, aber nicht. Diese Geräusche macht in der Tat nur diese sehr wackelig aussehende Brücke. Nun weiß ich nicht. Also jetzt passiert hier noch nichts. Vielleicht muss man auch mehrmals drüber laufen, bevor dann was passiert. Oh, das sind diese Untotenarmee. ja. Wow, oh, die lasse ich erstmal links liegen. Ah, ein paar stürzen schon wieder hinab. Das nenne ich mal eine Armee. Das ist ja wirklich gewaltig, was da rumrennt. Also, ist erstaunlich, dass die Xbox da nicht abkratzt. Die verfolgen uns auch bis hierher, aber hier kommen sie nicht rein. Hier trauen sie sich nicht. Weil sie wissen, dass hier ihr Fürst lauert. Ne? Weil er ist ja nur in sein Pokal zurückgefahren. Also im Prinzip lebt er ja noch, wie wir gesehen haben. Aber wir können ihn zumindest nicht mehr beschwören, heraufbeschwören. Einmal besiegen reicht ihm wohl. Ja, war auch ein Kampf, der so ein bisschen tricky war. Hier sind ja nur drei, ne? Hier jetzt nur, ja. Ja, meh. Na nur, ich hatte eigentlich geblockt, aber vielleicht hatte ich keine Ausdauer mehr. Das kann natürlich gut sein. Hoho, was sie einstecken. Aber naja, im Grunde genommen sind sie nicht wirklich schwer. Und so unser Schwertchen können wir auch. Wir brauchen, glaube ich, nur noch einen Funkeltitaniten. Dann können wir das noch weiter aufrüsten, unser Schwert. Ein bisschen upgraden. Oh. Das sind mir doch zu viele auf einen Haufen. Ach, wisst ihr, Leute, ich mache mir das doch ein bisschen einfacher. Eigentlich müsste ich das Feuer aktivieren können, auch wenn die da vor der Türe rumlungern. Na, also, wer sagt's denn? So, und wie von Geisterhand sind sie denn verschwunden? Perfekt, okay, jetzt will ich aber endlich wissen, was ich machen muss, damit diese Brücke hier kaputt geht. Ah! Okay. Das ist es, sie geht kaputt. Oh, okay. Aber oh, man überlebt es relativ. Ja, sehr gut eigentlich. Aber ich habe ja gewusst, dass hier so ein kleiner Vorsprung ist. Auf dem sind wir jetzt gelandet. Aha, okay. Da unten geht es ja weiter. Da stand ja auch jemand. Wer ist das wohl? Ist es dieser Horace? Den Anri meinte, ne? Ihren Mitstreiter. Von Anri Astoria. Von Astoria. Oder ist es Patches? Ja. Vielleicht können wir das jetzt ein bisschen näher mal in Augenschein rücken hier. wo ist denn unser Fernmesser? Ach Gott, das sehe ich immer nicht. Wa? Das ist hier gar nicht. Hä? Ach doch, da ist es doch. Ey. Ich blindfisch mal wieder. Ja, Quatsch. Ist auch so unscheinbar. Okay, Mist. Na toll. Gerade dann neigt sich unser Charakter so ein bisschen nach hinten und wir sehen natürlich gar nichts mehr. Hier komme ich auch nicht hoch.
Der Typ ist weg, nee, da ist er noch. Man geht wieder direkt zurück und das war's. Ja, doof. Man kann es nicht sehen von hier aus, oder? Nee, von hier aus auch nicht. Doch, vielleicht von hier aus. Mal gucken. Ah, doch, jetzt. Also ich würde fast sagen, dass das der Horace ist, dem man da vielleicht helfen kann oder soll oder wie auch immer. Wir werden es erleben, Leute. Also auf jeden Fall durfte ich ja nichts erwähnen. Ne? Also es gab keine weitere Dialogoption. Ach, jetzt sind wir... Oh, ein Feuerdämon mal wieder. Ein kleiner. Übrigens an der einen Stelle, an der wir nicht über den Steg rübergekommen sind. Das war noch... Oh Gott, der kommt ja sogar hier hoch, der Typ. Da sollte man auch gar nicht... ach, wir können ja hochklettern. Cool, da können wir uns so in Sicherheit bringen. Ja, da sollte man auch gar nicht rüberspringen können, denn da waren wir schon. Da waren wir nämlich unmittelbar am Anfang und das war mir nicht mehr so ganz klar. Ich dachte, da ging es dann direkt weiter. Aber das hatten wir alles schon gemacht und insofern war es auch nicht mehr notwendig, darüber zu gehen. Ja, der war ziemlich hart, aber wir haben ja ein Frostschwert. Jetzt müssen wir alleine gegen ihn kämpfen. Siegwart, wo bist du, wenn man dich braucht? Oh nein, und Skelette, die wiederbelebt werden. Super. Ja, toll. Das ist natürlich eine echte Hilfe für ihn zumindest. Ja. Okay. Hoffentlich kann der sich nicht heilen. Er kommt, er folgt uns nach. Oh, ist ganz gut. Hier macht er nichts weiter. Auf der Treppe ist, ne? Der ist ja easy hier. Ach, das Skelett kämpft auch gegen den. Das ist natürlich cool. Au! Wow, 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 wow. Oh, dafür macht er exorbitanten Schaden. Was steht denn hier? Nicht voraus ungeheuer. Kurz gesagt, versucht joggen. er macht schon mächtig Schaden. Also wenn er Feuer speit, dann wird es gefährlich. So ein bisschen brenzlig, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Da sollten wir dann wirklich uns schleunigst hinter ihn begeben, um dem zu entgehen. Und Schaden macht er auch, selbst wenn wir blocken. Mächtig den Schaden. Oh, 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 jetzt wird er irgendwie explodieren. Ja, habe ich mir doch fast gedacht. Das kennt man nämlich schon, wenn man so einige Spiele aus der Soul-Serie gezockt hat. Scheiße, der lebt doch fast nicht mehr. Er ist doch schon quasi untot. Wow, das war er. Eieiei, wenn nur nicht so viel aushalten. Oh, und Seele eines Dämonen, davon können wir wieder was herstellen. Yes, hat sich doch gelohnt. Ach, hier könnten wir auch direkt drunter gehen. Das ist wohl noch so ein Vieh, versucht Sprungangriff. Also kommt da wohl noch was. So meine leise Vermutung. Ah, nee. Wieder mal ein unbesiegbares Skelett. Hier sind bestimmt auch jede Menge Wände. Okay. Die man kaputt hauen kann. Also würde ich mal vermuten. Also geht es hier noch weiter in dem Grabmal offensichtlich. Ist hier noch was? Sieg, ja. Sprungangriff. Also hier wird sich wieder einer... Ach, da. Ja, gut. Aber was nutzt es? Da kommt ja schon der Nächste. Oh, oh. Gar nicht gut. Hier muss man gleich wirklich joggen. Oh, oh, weil es jede Menge sind von den Typen. Yo. Ob die sich alle wiederbeleben können? Ja, sieht fast so aus. Sie haben alle so leuchtende Augen. Wunderprächtig. Hier ist so bestimmt was. Aber der eine hier offensichtlich nicht. Also sie gegrillt werden anscheinend nicht. Ja, die hätte man natürlich anlocken können, wenn man clever gewesen wäre.
Die hätten ja auch mit dem Monster gekämpft. So. Und setzt sich sofort wieder zusammen, ne? Relativ schnell, oh. Ach nee, die verschwinden. Okay. Ne. Er zumindest nicht. Er taucht wieder direkt auf. Aber jetzt. Vielleicht muss man die auch zweimal besiegen, ich weiß es nicht. Dann kommt dieses komische Geräusch und sie sind dann endgültig weg. So hoffe ich doch. Ja, ja, einer reicht erstmal. Na komm. Na, der hat sogar ein Schild dabei. Na, endlich beeilt er sich mal ein bisschen. Ich glaube, zweimal überleben sie unsere Angriffe und danach setzen sie sich erstmal wieder zusammen, bevor sie dann endgültig verschwinden, ne? Hoffe ich doch. Ja, das ist soweit die Theorie. hier können wir auch nichts weiter kaputt machen. Ne? Nee. Gibt's doch nicht, oder? Kann man doch gar nicht glauben. An der Stelle. Ah, noch passiert nichts. Okay. Der nächste bitte. Wäre natürlich schön, wenn das so geht, ne? Dass sie den zumindest nicht mehr wieder auferstehen. Kommen da welche hinzu, befürchte ich. Ja. Oder haben die nur mit den Zähnen geknirscht? Groß genug sind deren Zähne ja trotzdem. Zumindest das kann man von euch behaupten. War endgültig tot oder nicht? War ich nicht noch einer? Nee. Das waren sie jetzt? Ne, da ist noch einer. Na komm, die sieht man so schlecht hier. Im Zwielicht. Die sind doch nicht zum Spaß hier, die Viecher. Na, vielleicht waren die wirklich als Unterstützung gedacht für den Spieler, ja. Oh fuck. Ah ja, dann verschwinden die Augen, ne? Diese leuchtenden Augen. Wenn man sie dann schon einmal besiegt hat. Das heißt eigentlich, dass sie dann nicht mehr wiederkommen. Ist ja nur eine Falle. Würde sich hier auch anbieten. Oder war das schon die Falle? In Gestalt der Gegner. Ich glaube, hier, wo diese Aufbauten sind, diese komischen Steine, da kann man nicht durch. Aber warum sollte jetzt hier auch? Man macht eher an der Stirnseite hier. Ah, hier ist auch nichts. Also oben können wir weiter, unten können wir weiter. Gibt es mal wieder mehrere Wege, die wahrscheinlich auf die eine oder andere Art miteinander verbunden sind. Oh, Leuchtfeuer. Ja, gehe ich gleich ran oder warte ich noch ein bisschen? Mal sehen, was passiert, wenn ich das hier nehme. Augen des alten Weisen und ein Hexenring. Ja, was macht der denn nochmal? Damit kann man doch mit den Hexen reden. Also mit der, ich glaube in Dark Souls 1 war das die Hexe, die dann mit einem sprechen konnte. Oder die Feuerhüterin, besser gesagt. Ah nee, die eine Hexe konnte dann mit einem sprechen, genau, so war das. Genau, die da vorher stumm war und nicht mit einem gesprochen hat. Mit dem Ring war es dann möglich. Verstärkt Pyromantie enorm. Also hier, ja gut, lässt... Ist ja auch naheliegend, ne, was das Gebiet hier angeht. Da bietet sich natürlich ein Pyromantiering an. So, hier ist nichts weiter, denke ich mal. Also für alle Pyromanten, ne, hier ist ein toller Pyromantiering. So, aber erstmal muss man hier hinkommen. Überhaupt ist das etwa leuchtvoll, deshalb Zeit für Stoß. Hä? Sind das zu verstehen. Also hier sieht es ja wirklich verdächtig fast nach einer Tür. Also, oh Gott, hier sind auch jede Menge Blutflecken. Nicht doch. Ihr dürft mir das nicht antun. Oh, schön. Also hier werden Gegner sein, die einem nachfolgen.
Ich weiß immer noch nicht, wie man diese Posen mit den Nachrichten verbindet. Habe ich jetzt auch noch nicht ausgetestet, muss ich gestehen. Habe jetzt eine Weile wieder pausiert. Na, was heißt eine Weile? Also nicht wirklich lang. Vielleicht einen Tag oder so. was ist das? Geschafft. Oh oh. Impliziert das ein Boss? Oh ja. Schwelender See ist ja cool. Schwelende See. Sehr geil, was man hier noch alles entdecken kann. Monster voraus, ja, nee. Oh nee. Was ist das wieder für ein Geräusch? Das macht mir Angst, Leute. Nur ein bisschen. Scheiße. Wo denn? Ich sehe nichts. Ich nur was sehen würde. Man hört nur was. Ist da ein Baum hier oder was ist das Sense? Oder leben die Bäume? Wo ist ein Horace eigentlich? Ich glaube, hier müsste der irgendwo sein. Oh, was sind das für Geräusche? Sehr schrecklich hört sich das an. Wow, also eins schaffen wir die Entwickler wirklich vortrefflich. Hier Spannung zu erzeugen, ja, das ist. Ah, da ist irgendwas Größeres. Ah, da schießt was. Ah, okay, jetzt haben wir es gesehen. Dass da irgendwas mit Felsbrocken oder so schießt. Scheiße. Wow. Der auch vergiftet ist, der schwelende See. Oder einfach nur heiß. Feuerschaden macht vielleicht. Wow, da schießt einer. Okay, ein Bogenschütze. Der Riese? Nee. Das ist vielleicht ein anderer Riese. Ich weiß es nicht. Wow, kann man sich hier nicht verstecken. Ich möchte erstmal was haben. Scheiße. Ja, ist so ähnlich wie der Riese. Aber der hat uns ja beigestanden, das ist ja unser Freund, denke ich. Oh ne, das ist eine riesen Armbrust. Die permanent ihre Richtung ändert. Wer weiß, wer da auf uns schießt. Ich würde mich nicht wundern, wenn es Patches wäre. Wenn wir es doch Patches immer gesehen haben. Aha, na, ich sammle erstmal hier so ein bisschen was ein, ne? Also. Das scheint nur in bestimmten Intervallen zu schießen, diese Armbrust. Okay, mal drei Schüsse, glaube ich. Ah! Oh fuck, Leute. Angriff der Superwürmer. Shit. Es reicht doch schon, dass hier einer auf uns schießt permanent. Nein, da taucht noch so eine Art Sandwurm auf. Nur im Schlamm halt. Oh fuck, Leute. Das ist schon mal ein nettes Gebiet. Monster vor, also hier sind wir ja rausgekommen. Also da geht's hin. Ich möchte hier gerne alles einsammeln, ne? Das ist natürlich klar. Könnt ihr euch ja vorstellen. Wird euch wahrscheinlich auch nicht anders gehen oder gegangen sein, wenn er hier schon wart an der Stelle. Verdammter Mist! Ich muss sie erstmal orten nochmal. Ach, da ist die. Aha, die kommt schon mal. Wo kommt das Vieh raus eigentlich? Das sind mehrere sogar, oder ist das nur einer? Ah, vielleicht kann man den Wurm mit Hilfe der Armbrust kalt machen. Wäre eine nette Sache. Ich vermute es fast, aber oh, der ist elektrisch. Oh fuck, und wir halten gar nicht aus. Jo, das war's. Scheiße. Na toll, den Wurm trifft er natürlich gar nicht. Das war's schon wieder mit unseren Seelen. Da müssen wir erstmal hinkommen bei diesem komischen Wurm. Uiuiui, ist ja hart hier. Richtig heavy. Wie ist denn der darauf gekommen? Na, wahrscheinlich einfach geschrieben, dann landete die Nachricht da oben. Ist ja oftmals so. Scheiße. Jetzt sind die Seelen natürlich da hinten.
Ja, vielleicht sollte ich sie doch vorher mal investieren. Oder vielleicht kommen wir an dem Wurm auch irgendwie vorbei. Oh nee, da ist er wieder. Und da sind unsere Seelen, ne? Wie es aussieht. Oh nee, komme ich ja niemals hin. Also nicht lebendig. Boah, wenn das noch nicht so einen Schaden machen würde. Mann, schieß auf den Wurm. Scheiße. Okay. Aber ich glaube, der respawnt denn nicht, oder? Was schießen denn die Junge? Das ist ja Wahnsinn. Na, von wo aus weiß ich ja, aber bis wohin? Lautet eher die Frage. Ah, ich würde mich ja gern des Wurms annehmen. Ja? Ah, hier geht's irgendwie hoch. Kann der auch hier hinschießen? Ich fürchte ja. Okay, der schießt dann nach unten. Hier ist noch ein Leuchtfeuer. Sehr cool. Hätten wir das geklärt. Ah, da müsste man wirklich Fernkämpfer sein, dann wäre es natürlich leicht. Geht's denn hier lang? Puh, zumindest haben wir hier wieder ein Leuchtfeuer. Also hier ist alle Nase lang wirklich ein Leuchtfeuer versteckt. Was sehr cool ist. So, okay, nur wie können wir den besiegen, den diesen Wurm? Ich noch mal wüsste, wo die Armbrust jetzt ist. Die können wir auf jeden Fall für unsere Zwecke einsetzen, das denke ich mal. Ach, da ist er. Okay. Trifft nur uns. Schade. Ah, macht der einen Schaden, Junge. Wow. Kann bestimmt besiegen. Nur wie ist die Frage? Sturzattacke. Mehrmals eine Sturzattacke anwenden. Aber wenn er sich bewegt, sind wir sowieso in Lebensgefahr. Oh, Scheiße. Schnell heilen. Man sieht ja auch gar nicht, wie viel Lebensenergie der noch hat. Tja, Leute, aber dann würde ich an der Stelle trotzdem jetzt mal einen Cut machen. Sonst wird der Part wirklich wieder viel zu lang. Und dann sehen wir uns einfach direkt hier wieder beim Wurm. Ne? Zum nächsten Mal. Also denn, bye bye, ciao ciao, euer Chucky.